So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal woanders. Offensichtlich nicht im Wald, sondern im See. Nicht im See, am See. Ich habe ein paar kleine Sachen auf der Agenda und habe gedacht, bevor ich jetzt in der Bude hocke, es ist schönes Wetter, gehe ich doch mal raus. Wald gerade nicht verfügbar, also See ist, glaube ich, auch gut. Wenn man ein bisschen auf den See rausguckt, dann sieht man am anderen Ufer sogar, vielleicht, ich zoome mal noch ein bisschen ran. Ja, möglicherweise kann man es erkennen, da gibt es auch Berge. Also ein sehr schöner See mit Bergen. Wer nicht errät, worum es sich handelt, noch ein Tipp. Es ist ein ziemlich großer See, um nicht zu sagen der größte. Also nicht weltweit, das nicht. Ich bin nicht am Baikalsee. So, folgendes. Zu der Ultraleitdebatte. Ja, dem einen oder anderen hängt das sicherlich schon zum Hals raus. Da würde ich empfehlen, an dieser Stelle einfach nicht zuhören. Ich habe ein bisschen wenig warme Klamotten. Hier geht doch ein gewisses Seelüftlein. Und was anderes angucken. Es gibt auch in Kürze gleich wieder was anderes. Aber es gab noch ein paar Argumente, über die ich gerne noch mit euch sprechen möchte. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Meinungen zu, die interessant sein könnten. Geht gar nicht so sehr um die konkrete Ausrüstung, mehr so um die Philosophie dahinter. Und ja, wie gesagt, Argumente aus Kommentaren, die ich diskussionswürdig finde. Gute Sachen. Ne? Interessante Sachen, spannende Sachen, wo man drüber nachdenken kann. Ne? Also das ist jetzt in keinster Weise so, dass ich jetzt Negativdinge rausgesucht habe. So, und zwar meinte jemand, ich will jetzt niemanden beim Nutzernamen nennen, ja, dass der Aspekt des super wenig Zeugs dabei haben natürlich eine gewisse Freiheit mit sich bringt. Dass man also mal lernen bzw. erleben oder fühlen kann, mit wie wenig Krempel man eigentlich zurechtkommt, mit was für einem kleinen Rucksäckchen man doch in der Landschaft rumschleichen kann und eben entsprechende Wanderabenteuer, nenne ich das jetzt mal, erleben kann. Und dass das auch ein sehr großes Stück von Freiheit eben entsprechend mit sich bringt. Ich habe Dreck auf der Linse. Naja, ich glaube, das sieht man nicht. So, ist natürlich richtig, sehr richtig, sehr wichtiger Aspekt, denke ich. Und das kann ich schon nachvollziehen. Also ich hatte jetzt noch nicht viel Erfahrung mit der Sache, ne? Das wissen wir ja alle. Aber doch auf meiner Testtour zumindest habe ich schon das erleben können, dass man sich schon verflucht, krass, frei irgendwo fühlt, wenn man nur so ein winziges Rucksäckchen dabei hat und da sogar noch Übernachtungsequipment drin. Ne? Also das kann ich nachvollziehen. Die Anmerkung, die ich dazu machen möchte, ist, dass es allerdings nicht unbedingt was ist, was ich jetzt aufs Ultralight-Trekking beschränken möchte, sondern beim klassischen Trekking würde ich auch sagen, dass ich mich da sehr frei fühle, nicht unbedingt mehr oder auch nicht unbedingt weniger, als beim jetzt Ultralight-Trekking, weil man hat ja auch beim klassischen Trekking so wenig Zeug dabei, dass man schon auch das Gefühl hat, dass man mit sehr wenigen Dingen klarkommt draußen. Ne? Wenn es jetzt um die Anzahl der Dinge geht, hat man beim klassischen Trekking vielleicht mal nicht unbedingt viel mehr, vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Gegenständchen mehr als beim Ultralight-Trekking dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man das klassische Trekking auch schon auf einem, sagen wir mal, gehobenen Niveau betreibt und nicht mehr den Klappstuhl mitschleppt oder solche Sachen. Ne? Und dann kommt noch erschwerend dazu, was mir beim klassischen Trekking bisher zumindest, kann sich auch noch ändern, eher noch und noch ein größeres Gefühl von Freiheit verleiht, als ich das jetzt beim bisschen Ultralight-Geteste erlebt habe, ist halt natürlich, dass ich mit meiner normalen Trekking-Ausrüstung keinen konkreten Plan brauche. Dazu komme ich gleich noch. Ich kann rausgehen und ich weiß, ich habe jetzt Zeug für 14 Tage dabei und ich bin jetzt 14 Tage hier draußen völlig unabhängig, und wenn das kein Gefühl von Freiheit auslöst, dann weiß ich auch nicht. Also die nächsten 14 Tage, scheißegal was passiert, ich bin hier draußen und alles ist gut. Ich habe alles dabei, um jeden erdenklichen Situationen, die mich hier draußen ereilen können, eben entsprechend trotzen zu können.
und das ganze Gepäck ist immer noch tragbar. Wir reden hier ja nicht von 25 oder 30 Kilo und selbst das ist noch tragbar. Das kann man auch, wenn man entsprechend vorher trainiert hat, sondern wir reden hier vielleicht von 18 Kilo, ne? Also so Gesamtrucksackgewicht. Wenn man jetzt wirklich so auf fast Ultralight geht und gut, da hat man keinen Proviant für 14 Tage. Das wird nicht möglich sein. Wobei ohne Kamera würde ich schaffen. Ohne Kamera würde ich schaffen mit 18 Kilo und trotz hohem Rucksack-Eigengewicht für 14 Tage rauszugehen. Würde ich hinkriegen. Ohne Kamera. Kann ich dann nicht dokumentieren. Na, also sagen wir mal 20 Kilo, ne? Ich denke 20 Kilo für die allermeisten von uns erreichbar. Recht realistisch mit Mittelklasse bis hochklassiger Ausrüstung. Und ja, ne? Auch das durchaus sehr, 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 sehr großes Gefühl von Freiheit. Und daher würde ich, ja, dahingehend widersprechen wollen, dass das nur bei Ultralight so ist. Es ist so, es ist ohne jeden Zweifel so, aber ja, ne? Nicht ausschließlich. So, dann hat jemand angemerkt in den Kommentaren, auch ein sehr interessanter Gedanke, den Aspekt der Nachhaltigkeit. Klar, wenn man jetzt was kauft, was nur eine Tour hebt, dann ist das natürlich nicht zwingend so nachhaltig, wie wenn man was kauft, was ewig hebt. Und wenn wir jetzt hier hingehen und jetzt zum Beispiel gebrauchte Bundeswehrausrüstung, die man immer noch weiter vererben kann, auch wenn sie schon diverse Soldaten 9 Monate hinter sich hat oder sogar Soldaten 11 Monate oder war das mal irgendwann 12? War sicherlich auch irgendwann mal 12. Je nachdem, wie alt die entsprechend gebrauchte Militärausrüstung ist, ziehen wir die jetzt als Beispiel für nachhaltige Ausrüstung heran, ja, dann stinkt auch Standard-Tracking-Ausrüstung völlig ab, ne? Hast du keine Chance. Das Zeug kannst du vererben, der BW-Poncho, der uralte, klar, der wiegt ein Kilo, aber der ist völlig unzerstörbar. Ich wüsste nicht, wie man dieses Ding in irgendeiner Form kaputt bekommen sollte. Da müsste man schon wirklich absichtlich mit einem Messer und mit viel Kraft entsprechend rangehen, um das Ding zu zerstören. Das kaufst du dir einmal und dann hast du es bis in alle Ewigkeit. Das ist schon ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Andererseits, damit kann man nicht wirklich, also man kann schon, aber man möchte vielleicht nicht unbedingt sein Leben lang damit Trekking betreiben. Das ist schon ein bisschen sehr schwer, so ein BW-Poncho beispielsweise. Also im Vergleich zu so einem modernen Hightech-Sil-Nylon-Poncho, doch am besten eben entsprechend ein Gore-Tex-Poncho oder irgendwie sowas in der Richtung. Das kostet natürlich das zigfache Geld, aber wird nicht so lange leben wie so ein Bundeswehr-Dingens. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne mit super nachhaltiger Ausrüstung draußen unterwegs sein, weil ich da Freude dran habe, ja, dann ist sicherlich Ultralight-Tracking und auch normales, sagen wir mal ambitionierteres Tracking mit moderner Hightech-Ausrüstung sicherlich keine so gute Idee. Welche Vögel machen da so einen Lärm? Sehr gut, danke Vögel. Dann kommt hier gleich bessere Seestimmung auf. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen mehr See aufs Bild nehmen und ein bisschen weniger Ben, dann haben wir auch den tollen Pfosten da. Ich mache nachher noch ein paar Bilder von hier, wo ich bin. Also ein paar Aufnahmen. Das war, die könnten auch in einem anderen Video landen, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. So, das also sicherlich auch wichtig. Dann müssen wir aufpassen, wenn man über Ultralight diskutiert, dass man normale Ausrüstung nicht gleich als schwere Ausrüstung bezeichnet. Das war auch eine sehr wichtige Anmerkung, die ich sehr, sehr richtig fand. Und den Fehler habe ich auch gemacht, dass ich jetzt Standardausrüstung, also normale, gute, stabile, solide, klassische Trekking-Ausrüstung, mit der man um die Welt wandern kann, jetzt automatisch als schwere Ausrüstung bezeichnet. Das ist natürlich auch Käse. Nur weil die eine Ultralight ist, ist die normale nicht gleich automatisch schwer. Es gibt sicher Ausrüstungsgegenstände, die man als schwere Ausrüstung bezeichnen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Ultralight-Tab von, sagen wir mal, 150 Gramm, also das wäre dann schon wirklich so ziemlich das Leichteste, was so gibt. 120 vielleicht noch, aber dann sind noch keine Schnüre dabei. Und einigermaßen große Größe. Ja, mein Tab ist zu klein, ich gebe es ja zu. Ihr habt ja recht. Jedenfalls, ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Bundeswehr-Zeltbahn, einer, ne? Und gut, da passt man schon gut drunter. Da passe auch ich gut drunter und fühle mich da ganz gut wettergeschützt unter dem Ding. Aber die wiegen halt derartig viel, circa 1,5 Kilo. Und wenn sie nass sind, dann locker nochmal 2. Also, da haben wir das Zehnfache bis hin zum, ja, 12
bis 13-fachen an Gewicht, was wir da mitschleppen dürfen, wenn wir unbedingt mit so einer BW-Zeltbahn unterwegs sein wollen. Das darf man dann sicherlich als schwere Ausrüstung bezeichnen. Aber klar, klassische Trekking-Ausrüstung, ein normales Trekking-Zelt wie die Zelte von Hilleberg oder sowas. Im Ultraleichtsektor sind die nicht mehr anzuordnen, aber sicherlich immer noch sehr, sehr leicht. Dann eine interessante Diskussion hat der Schreiber der Zeilen. Ultralight-Tracking heißt so wenig wie möglich, so viel wie nötig, losgetreten, weil das trifft auch auf stinknormale Tracking zu. Ne? Da hast du halt, also gerade wenn es darum geht, was du welchen Gegenstände du mitnimmst. Nicht, was die einzelnen Gegenstände wiegen, sondern welche Gegenstände du überhaupt mitnimmst. Da kannst du nach diesem Prinzip beim klassischen Trekking genauso arbeiten. Solltest du auch. Also auch meine über die Jahre kleiner gewordene Ausstattung, die ich so mal für normale Trekkingtouren mitschleppe, da würde ich sofort sagen, die enthält nur das Nötigste und Wie war der Spruch? Moment. So, ja, genau, die enthält so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist bei meiner klassischen Trekking-Ausrüstung definitiv auch der Fall. Ultralight-Kram wird nicht unbedingt dadurch leichter, dass man jetzt noch, also zumindest wenn man jetzt schon erfahrener klassischer Trekker ist, dann wird Ultralight-Ausrüstung nicht dadurch leichter, dass man noch mehr Zeug zu Hause lässt, sondern eher dadurch, dass die einzelnen Gegenstände, die man mitnimmt, weniger robust sind und dann weniger wiegen. Ja, also zumindest ist das bei mir so. Wenn ich mir meine Ausrüstung auf Ultralight umstellen würde, ich könnte kaum noch was daheim lassen. Außer so Dinge, die sowieso schon Luxusgegenstände sind. Man spricht da auch in der Ami-Szene von Luxury-Items, die dann der Ultralighte trotzdem teilweise mit sich rumschleppt, so 2 bis 3. Wenn du 4 hast, dann musst du dich schon fast schämen, dass du es überhaupt wagst, sowas mit rumzuschleppen. Da kommen wir dann zu dem schönen Begriff, den auch jemand in die Kommentare geschrieben hat. Der Ami hat tatsächlich ein Wort dafür, für sowas, dass du dich schon schämst, dass du Gegenstände, die dein Leben schöner machen, die Komfort mit sich bringen und nicht zwingend erforderlich sind, dass du die mitträgst und dich dafür schämst, dass du das tust, das nennt man Gear-Shaming. Ne? Ultralight-Gear-Shaming oder Base-Weight-Shaming. Shaming heißt das genau, Entschuldigung, Englisch. also schon krass, dass es dafür sogar ein Wort gibt inzwischen. Ja, Luxusgegenstände, das wäre dann ein E-Book-Reader. Ein Handy wird nicht als Luxusgegenstand angesehen, aber ein E-Book-Reader wäre es mit Sicherheit oder ein Kopfkissen. Ne? Solche Dinge. Ja, und dann wäre da noch die Sache mit dem Planung ersetzt Redundanz und spart damit Gewicht beim Ultralight-Tracking. Da gibt es noch einen Aspekt, den wir bisher noch nicht angesprochen hatten. Und zwar, ich kann jetzt diejenigen, die jetzt sagen, Ultralight-Tracking ist nichts für mich, was ja völlig in Ordnung ist, gut verstehen, wenn die sagen, ja gut, aber ich biete doch dann Flexibilität ein. Und es ist sicherlich so, und wenn ich jetzt da falsch liege, dann möge mir irgendein erfahrener Ultralight-Trekker widersprechen, dass man mit Ultralight-Ausrüstung, die ja eine exakte Planung der Tour erfordert, nicht so flexibel ist wie jemand, der mit einem 22 Kilo Rucksack, Gesamtgewicht, nicht Baseweight, irgendwo in die Natur latscht und sagt, ich laufe jetzt irgendwie durch, so wie ich Lust habe, mach mal 20 Kilometer, mach mal nur 10, bleib mal einen Tag einfach da, habe Futter für 14 Tage und nach 14 Tagen muss ich wieder zurück sein und eine Planung gibt es nicht. Was ehrlich gesagt bei mir so ein bisschen das Ziel ist, wo ich hinarbeite. Ne? Bisher habe ich immer nur, also jetzt was die Wildnistouren angeht, bisher habe ich immer nur in Anführungszeichen feste Wege gemacht und hatte eine grobe Vorstellung, wo ich eigentlich langlaufen möchte. Mir hat aber immer schon wahnsinnig gut gefallen, das Gefühl und das Wissen, wenn man jetzt da hinten einen interessanten Berg sieht, dann kann man da theoretisch hinlaufen und da draufsteigen. Deswegen haben wir jetzt auch bei der Grönland-Tour viel mehr Tage eingeplant, also provianttechnisch, wie wir für den eigentlichen Weg brauchen würden, damit wir eben solche Abstecher dann auch tatsächlich umsetzen können. Dass wir wirklich sagen können, oh, dieser Berg sieht spannend aus, da steigen wir jetzt hoch, Begründung, mit etwas Glück war da oben noch nie irgendwer. Das ist zwar entlang des Arctic Circle Trails auf Grönland möglich ist es mit Sicherheit,
Aber man müsste schon Glück haben, dass man halt eben entsprechend den richtigen Hügel, ne, auf richtige Berge kannst du da nicht steigen ohne entsprechende Ausrüstung. Und die schleppe ich nicht auch noch mit, beziehungsweise schleppen wir nicht auch noch mit. Also so Steigeisen und entsprechend Eisachs und so ein Kram. Dafür habe ich auch gar nicht die Erfahrung und auch nicht die Fähigkeit mit meiner Höhenangst sowieso schon gar nicht. Ne? Aber auf irgendeinen besseren Hügel, nördlich des Polarkreises, ist ein besserer Hügel schon durchaus eine gewisse Herausforderung. Das würde ich schon wahnsinnig gerne machen. Und das ist halt so ein Punkt, dafür hat ein Ultraleiter, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, aber bitte ergänzt und korrigiert mich da, wenn ihr da massiv anderer Meinung seid, wahrscheinlich keine Kapazitäten, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Allein schon, weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht den Arctic Circle Trail im August, ja, dann kann man davon ausgehen, dass es eigentlich nicht kälter als ganz, ganz leichten Frost, also 1-2 Grad minus werden sollte. Will man aber da auf so einen Berg und beschließt da oben zu übernachten, dann hat man A, wenn man das jetzt mit Ultraleitausrüstung durchziehen wollte, für so eine Übernachtung auf so einem Berg wahrscheinlich nur unter sehr großem Risiko ein passendes Zelt dabei. Macht man es hingegen mit sowieso schon einem wintertauglichen Zelt, dann hätte man ein passendes Zelt dabei. Zumindest mal für 1-2 Nächte, wenn es absehbar ist, dass jetzt nicht der allergrößte Sturm kommt. Man hätte sowieso noch einen relativ warmen Schlafsack dabei, der halt noch die Kapazitäten nach unten entsprechend eben mitbringt. Würde man, wenn man die Tour unbedingt ultralight machen würde, vielleicht eventuell nicht dabei haben. Beziehungsweise, wenn wir wirklich Ultraleit im ultraleitesten Sinne jetzt als Definition heranführen, dann müssen wir die Ami-Gewichtsangabe ins Deutsche übertragen. Man sagt im Deutschen ja, unter 5 Kilo ist ultraleit, aber der Ami sagt unter 10 Pfund. Und 10 Pfund sind halt nur 4,5 Kilo. Ne? Also das ist dann nochmal ein bisschen krasser. Das heißt, ich habe das schon mal erzählt, ja, aber die Flexibilität in der Landschaft einfach machen zu können, was man möchte, ohne eine Planung in die Wildnis zu gehen, das hat man wahrscheinlich dann mit Ultralight-Equipment dann echt irgendwo nicht mehr. Und das wäre dann wieder so eine Grenze. Also erstens mal die Sicherheitsgrenze, die hängt natürlich vom persönlichen Sicherheitsempfinden ab. Wenn man sagt, ist mir egal, ob es gefährlich ist, ich gehe trotzdem. Klar, das kann man selbstverständlich auch machen. Ne? Das steht ja so auch in der Definition auf Wikipedia von Ultralight-Tracking. Das ist eben halt die Grenzen, das persönliche Sicherheitsbedürfnis, eine der Grenzen, das persönliche hier eben ist. Ne? Hat man keins? Okay, klar, dann kann man jede x-beliebige Tour auch entsprechend ultralight durchziehen, wenn das eben etwas größer ausgeprägt ist und man wirklich gerne fast schon Sicherheit haben möchte, wieder nach Hause zu kommen, muss man vielleicht in dieser Hinsicht akzeptieren, so wie ich das jetzt bisher sehe, dass man entweder eben mit perfekter Planung und dann sehr viel weniger Gewicht unterwegs sein kann und der Hoffnung, dass die Planung so funktioniert. Aber das ist eine Erfahrungssache, ne? Also wenn das nicht klappt, dann kann man nicht sagen, Ultralight-Tracking ist blöd, sondern man kann höchstens sagen, meine Planung war nicht ausreichend gut. Es sei denn, es passiert wirklich was völlig Unvorhergesehenes, dann sollte man vielleicht doch sagen, oh, okay, vielleicht ist Ultralight-Tracking doch für manche Klimaregionen der Erde ein bisschen doof. Es sei denn eben, es ist mir egal, ob ich wiederkomme. Nochmal. So, ich drehe mich ein kleines bisschen im Kreis, was die Diskussion angeht. Aber wenn ihr das ganz anders seht, dann bitte mir in die Kommentare schreiben. Ja, und eben im Zusammenhang mit dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, wenn man gar nicht planen kann, weil man eben genau sowas vorhat. Ich möchte jetzt in Sarek wandern gehen, egal wo lang. Ich möchte einfach hin und gucken, wo es mir gefällt und da gehe ich hin. Und welcher Berg interessant aussieht, da gehe ich hin. Das kann man ja gar nicht planen, wenn man gerade diese Flexibilität haben möchte. Da muss man doch jetzt wirklich mal sagen, das geht nicht mehr ultraleit, oder? Weil Planung ist ja die Voraussetzung. Oder habe ich da was falsch verstanden? Dann klärt mich bitte auf. Ich persönlich würde sagen, wenn du auf alle möglichen Bedingungen und auf vielen verschiedenen Höhenmetern in einem Gebiet über lange, lange, lange Zeit autark unterwegs sein möchtest, aber wie gesagt, sonst klärt mich auf. Das wäre es gewesen, was wir noch an Diskussionspunkten hatten. Alle weitere Diskussionen würde ich jetzt tatsächlich in die Kommentare verlagern wollen, weil wenn ich noch weitere Videos zum Thema Ultraleitgedönse mache, also jetzt in nächster Zeit zumindest, dann kriege ich wahrscheinlich Ärger von denjenigen, die das nicht interessiert und das kann ich auch verstehen. Und deswegen machen wir ab sofort wieder was anderes. Ne? Beziehungsweise da war jetzt schon was dazwischen, was anders war, wenn das alles nach Plan läuft. Macht's gut und ich drehe jetzt gleich noch ein anderes Video im Anschluss, also nicht wundern, dass ich dann im nächsten Video nicht unbedingt nochmal kommentiere, dass ich am See sitze.